Schönen guten Mittag hier live auf Sport Total TV zu unserem Live-Talk mit Daniel Francis von Rot-Weiß Aalen und von Sierra Leone. Der ist gerade in Kamerun beim Afrika Cup und wir warten mal darauf, dass der hier dem Call beitritt. Ich sehe ihn schon. Hi, hallo. Wie geht's dir? Alles. Ja, mir geht's super. Ich freue mich auf unseren Talk. Ich bin gespannt auf das, was du zu erzählen hast. Und überhaupt erstmal die Frage, wie ist das Wetter bei euch? Hier ist es ziemlich kalt. Ich glaube, in Kamerun ist es gerade ein bisschen wärmer. Ja, sehr warm hier. 32 Grad momentan. Also, boah! Bisschen besser als in Deutschland. Bevor wir zum Afrika Cup und dem Ganzen kommen, kannst du dich kurz vorstellen, für die, die es noch nicht wissen. Dann, ich habe eben kurz mal angeteasert, aber ich glaube, du kannst dich selber noch mal am besten vorstellen. Ja, klar. Also, hi Leute, ich bin Daniel Francis. Ich spiele für Rot-Weiß Aalen und ich komme ursprünglich aus England, war vorher bei Leeds United und Bradford City und jetzt bin ich dabei für den Cup bei Sierra Leone. Jawohl, das war doch mal was Nices. Du hast gerade angesprochen, du kommst aus England. Interessanterweise, also dein Papa kommt ursprünglich aus Sierra Leone, deine Mama ist Deutsche. Ich habe auch mal gelesen, also Deutsch hast du mit Sandmann und dergleichen gelernt. ist das wahr? Das stimmt allerdings. Kika war bei uns in England auf dem Fernsehen. Du bist 2021 dann, du hast es angesprochen, aus der Jugend, aus der U18 von Bradford City rübergegangen nach Aalen, zu Rot-Weiß Aalen. Wie kam es dazu, dass du jetzt den Schritt gewagt hast aus dem deutschen Amateur, ach, aus dem englischen Jugendfußball rein in den deutschen Amateur-Profifußball? Also, ich habe mit meinem Berater gesprochen. Und ja, ich bin ja eben Deutscher, also das passt dann im deutschen Fußball und so. Aber auch für mich, das nächste Schritt war einfach hier im Fußball zu schaffen. Mhm. Und wir haben uns überlegt, Regionalliga wäre ein guter Anfang. Hoffentlich könnte ich da vielleicht ein paar Minuten oder Spiele bekommen. Und ja, bis jetzt ist schon gut gelaufen, finde ich. Aber was war für dich denn der größte Unterschied? So, du kommst jetzt aus Bradford, wo du, glaube ich, auch aufgewachsen bist, aus deiner Heimat, auf einmal rüber nach Aalen. Deine Mama ist gebürtig aus Tübingen oder kommt aus der Tübinger Ecke, also nicht ganz Aalen. Also du bist auch noch in einem komplett fremden Umfeld. Deine Familie und Bekannten aus Deutschland leben auch noch mal woanders. War das hart, sich einzugewöhnen oder war das total easy? Irgendwie war das komplett einfach. Das war sehr, sehr einfach, weil für mich, ich war einfach auf das Fußball konzentriert. Und so, als ich gekommen bin, war Corona-Zeit, man konnte so gar nichts machen außer Fußball. Also ich war einfach fokussiert und zum Glück, die Menschen, die ich da in Aalen getroffen habe, sind super Menschen. Zum Beispiel meine Vermieter, die sind Top-Menschen. Also die sind jetzt eigentlich meine türkische Familie, sage ich mal. Es sind auch vor allen Dingen Familienmitglieder deines Co-Trainers, ne? Sind die Schwiegereltern. Genau. Und ja, mit denen verstehe ich mich sehr gut. Ja, die passen auf mich auf. Die nennen mich sogar ihr Sohn. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie kam es überhaupt zu diesem ersten Kontakt mit der Nationalmannschaft von Sierra Leone? Du hast ja im August dein Debüt gegeben beim 0:0 gegen Äthiopien. Warst, glaube ich, sogar 90 Minuten komplett auf dem Platz. Ja, Wie kam es dann im Vorfeld zu der Kontaktaufnahme? Wie sind die auf dich zugekommen? Ja, sogar als ich in Bradford war, so vor 3 Jahren, haben die U17 sich bei mir gemeldet und so. Also ich war schon auf dem Radar. Aber im Sommer war es so, dass die Besichtigung hatten für alle Spieler mit sierra-leonischen Wurzeln. Und da haben die mich eingeladen. Also da waren viele, viele Jungs von überall, auch von Sierra Leone, die Liga da. Sierra Leone Premier League heißt das da. Mhm. Und ja, da habe ich einfach Gas gegeben und ist was daraus gekommen. Jetzt bist du beim Afrika Cup, eines der größten Turniere, die es gibt. Wie ist es zu der Nummer? Also wann hast du erfahren, dass du dabei bist? Wie hast du es erfahren? Was waren deine Gefühle, als du gehört hast, ey geil, ich darf zum AFCON 2022? Ja, ich war schon in Sierra Leone, als sie die 28 genannt haben. Und wir waren da alle zusammen. Weil wir hatten ja Trainingslager und da waren quasi 40 Jungs da. Und dann einfach in dem Zimmer haben die dann, im Raum haben die dann das verkündigt. Und
ja, es war schon emotional für mich. Ich habe in meinem Kopf einfach die letzten 18 Monate mit Verletzungen, Operationen, Landeswechsel, alles. Also das war in meinem Kopf. Und ja, wir haben ja meine Kollegen, die ich, also die englische Jungs, die auch in Sierra Leone, für Sierra Leone spielen, haben uns so umarmt, weil jeder hat es dann gespürt, was das bedeutet. Ja, ich war aufgeregt. Ich wollte einfach wissen, ob ich da bin oder nicht. Aber auch wenn nicht, dass ich überhaupt eingeladen wurde, dass ich Länderspiele jetzt schon gemacht habe, ist für mich sowieso top. Aber natürlich, dabei zu sein jetzt hier in Douala, es ist noch eine Nummer. Aber für dich natürlich auch eine riesige Sache, zu sagen, hey, wenn ich meine Minuten kriege, mich gegen solche Spieler, die da auf dem Platz stehen, zu beweisen, vielleicht für einen neuen Vertrag, vielleicht aber auch für einen neuen Vertrag nochmal ein, zwei, drei Ligen höher. Ja, ich momentan, Afrika-Kopf, wir sind nicht hier nur, um dabei zu sein. Wir wollen ehrlich weiterkommen. Also guck, das haben wir vorgestern gezeigt gegen Algerien. 0-0 gegen diese Supermannschaft. Und ja, also für mich momentan fokussiert, dass wir weiterkommen. Und dann hoffentlich für mich persönlich bekomme ich vielleicht eine Chance oder so. Aber auch wenn nicht, ich bin ehrlich stolz, dass ich überhaupt hier bin. Also das bedeutet für euch alle viel. Ich habe auch am Anfang gesehen, du bist mit Stolz dabei, hast auf das Wappen draufgehauen von Sierra Leone. Und merkt man das so ein bisschen, dass da jetzt gerade eine ganze Nation hinter euch steht? Oder auch von euch erwartet, dass ihr... Auf jeden Fall. Die Leute in Sierra Leone, die lieben Fußball so sehr. Aber für die ist es einfach schade, dass lange Zeit die Mannschaft es nicht geschafft hat, wieder dabei zu sein. Das ist jetzt das erste Mal seit mehr als 25 Jahren, dass Sierra Leone überhaupt wieder bei Afrika Cup dabei ist. Also, das hat man sogar gespürt, als wir in Sierra Leone waren. Das war, als ob wir schon gewonnen hätten. Die Leute auf der Straße, hinter dem Bus her, überall. Das war heftig, ja. Ihr habt ja auch den einen oder anderen bei euch im Team, der auch ein bisschen Erfahrung vielleicht hat. Wen würdest du so als Schlüsselspieler für euch bezeichnen in diesem Turnier? Ja, also jetzt bei Sierra Leone, der Neuzugang von Steven Corker zum Beispiel hinten, ist riesig für uns. Das hat man schon im Spiel gesehen. Er bringt diese Sicherheit und Ruhe hinten. Und zusammen mit unserem Kapitän, der sehr erfahren ist, Maro Bangura Sengele. Also da in die Innenverteidigungsposition auf jeden Fall haben wir zwei gute Schlüsselspieler, sage ich mal. Ja, Defense Wins Championships ist das Sprichwort. Und wenn die steht, die Null ist ja momentan noch da. Es ist alles so, wie du es dir vorgestellt hast. Es ist vielleicht noch besser, es ist ein bisschen verrückter, ein bisschen einfach so, noch surrealer, als man auf den ersten Blick glaubt. Bei mir, ich finde, als ich jetzt dann in Kamerun angekommen bin, da habe ich das dann erst wirklich genommen. Weil dann plötzlich war das ist jetzt Afrika Cups. Direkt vom Flughafen da, wir wurden direkt abgeholt, alles professionell. Also dieses Turnier, da sieht man die Größe. Hast du dann am ersten Spiel hast du jetzt nicht gespielt, unglücklicherweise. Hast du das hart aufgefasst oder hast du damit gerechnet und dir gesagt, komm, das Spiel lasse ich die Jungs jetzt mal machen bei den nächsten. Da zeige ich dann, was ich drauf habe, oder? Ja, natürlich, ich bin so einer. Ich will spielen und nicht nur spielen, ich will auch. Ich will auch was bringen, sodass wir gewinnen. Also wenn ich nicht spielen kann, tut weh. Aber schon erwähnt, ich bin einfach sehr stolz, dass ich hier bin und ich kann jetzt meine Enttäuschung, dass ich jetzt nicht spiele, jetzt nicht meine Erfahrung jetzt, es ist trotzdem eine super Erfahrung. Also ich muss es trotzdem schätzen, diese Sache. Ist das für dich vorher mal auch so ein Moment gewesen, der irgendwann im Kopf klar geworden ist, wow, ey, da steht jetzt ein Riyad Mahrez oder da steht jetzt, ein Benze Baini, wenn wir bei Algerien sind. Also die Jungs, die sonst ganz, ganz oben Champions League und dergleichen spielen. Ist das dir auch vom Vorfeld klar gewesen oder ist das in dem Moment komplett scheißegal und sagst, ich will auch noch Fußball? Ich nehme mal den Beispiel von Algerien vorgestern. Also ich kam dann nach dem Spiel auf den Platz. Und dann plötzlich habe ich habe die Hände geschüttelt von Algerien-Spielern. Plötzlich habe ich gemerkt, oh, der gerade eben war Mahrez. Also im Moment war das mir komplett nicht bewusst,
Für mich war es einfach die Freude, dass wir ein super, als Mannschaft ein super Spiel geleistet haben. Mhm. Also, aber im Nachhinein ist es dann schon gekommen, dieser Moment so. Den habe ich noch auf Fernsehen gesehen bei Manchester City Champions League. Dann, aber weißt du, ich will auch da hinkommen. Also ich kann jetzt nicht denken, dass das so weit entfernt ist. Ich muss einfach weiterhin meine Sache machen und hoffentlich kann ich dann auch so einer sein. Wie sieht so ein Tagesablauf bei euch denn aus? Hast du mal überlegt oder hast du für uns mal so ein Beispiel darüber, wie beginnt ein Tag von Daniel Francis beim Afrika Cup, wie endet der Tag, alles was dazwischen passiert, wie sieht da so der typische Tag aus? Ja, also wie man sieht, momentan habe ich Freizeit, aber nur kurz. Also morgens, ja, unterschiedlich. Manchmal haben wir zweimal Training, aber heute zum Beispiel hatten wir Frühstück und dann Videoanalyse. Und jetzt dann Freizeit und dann in ein paar Minuten, also in 10 Minuten oder so, muss ich dann Behandlung gehen, Massage. Und dann später am Nachmittag haben wir Training und dann danach wieder Behandlung und dann Freizeit wieder. Aber Freizeit am Abend ist auch was anderes, weil dann chillt jeder richtig, aber auf eigene Art. Mhm. Und manche sind mit Freundinnen am Telefonieren oder Kinder, aber manche wollen einfach nur Quatsch machen. Also da muss man sich ein bisschen fernhalten manchmal. Was heißt Quatsch in dem Fall? Also ich gehe davon aus, da geht es dann nicht nur ein bisschen um die Playstation anschmeißen, sondern da wird dann... Ich sag mal, die wollen immer spät wach bleiben. Spät wach bleiben. Ich brauche meine Ruhe. Zum Beispiel Antonio Rüdiger, der guckt ja auch ganz gerne bei euren Spielen zu und unterstützt euch. Ja, es ist übrigens, er hat uns dann nach dem Spiel direkt angerufen in der Kabine. Also, tatsächlich? Er ist ein Riesenfan von uns. Wir haben alle mit ihm gesprochen nach dem Spiel und gestern hat er auch Tor gemacht. Also, ja, Jonas ist ganz oben. Jetzt bist du natürlich auch so ein bisschen in der Bedrohung. Ich meine, letztendlich wird dir das relativ egal sein, aber du verpasst mit allen jetzt ein paar Spiele in den nächsten Wochen, die gegen die ganz harten Gegner gehen. Aber das ist dir wahrscheinlich komplett egal. Du bist jetzt mit dem Kopf so beim Afrika Cup, dass die Kollegen in Aalen erstmal, auch wenn es jetzt nicht despektierlich gemeint ist, irgendwo ganz hinten im Kopf verdrängt sind. Nein, das ist mir gar nicht egal. Ich würde am liebsten beide Seiten spielen, also hier in Afrika und in Deutschland. Aber ja, hier bin ich jetzt. Aber ich weiß, dass die Jungs da in Aalen das packen. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Fortuna Köln zum Beispiel, Düsseldorf 2 gegen Rot-Weiß Essen. Die Spiele könnt ihr übrigens alle live auf Sport Total sehen. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Also auch für dich, wenn es dann mal Richtung Finale im Afrika Cup geht, kannst du dann auch mal auf dem Weg zum Stadion kurz dein Handy rausholen und in der App reinschauen. Ich drücke euch die Daumen und wer Daniel Francis danach nochmal sehen möchte, nach dem Afrika Cup, ich glaube, ihr wisst, wo steht aus eurer Sicht jetzt hier irgendwo rechts oben live auf Sport Total. Aber hoffentlich können wir damit noch ein bisschen warten, bis wir dich das nächste Mal zeigen, weil du noch ein ziemlich langes Turnier vor dir hast. Ich sag danke und liebe Grüße nach Kamerun an dein Team. Ja, Grüße aus Duale. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.